In den Fängen der Bulimie allen Mutlosen, Verzweifelten, Süchtigen, Verlorenen, Unglücklichen und Suchenden soll der folgende Lebensbericht von Johanna Hoffnung auf ein sinnvolles Leben geben. Sternzufallsbild Stern. Auch ich war ein süchtiger, unzufriedener, verzweifelter, unglücklicher und suchender Mensch, bis Gott in mein Leben eingriff. Bis dahin lag allerdings ein langer, beschwerlicher Weg vor mir. Ich gehe zurück in meine Kindheit. Als älteste von drei Kindern wurde ich 1964 geboren und wuchs in einem kleinen Dorf in der Mitte Deutschlands auf. Wir hatten einen kleinen Bauernhof, den meine Mutter und die Großeltern bewirtschafteten, während Vater berufstätig war. Wir Kinder mussten bei den Arbeiten auf dem Feld, im Stall oder im Haus ordentlich mit anpacken. Urlaub kannten wir nicht. Etwas Abwechslung brachten uns in den Ferien Besuche bei Verwandten. Zu Hause herrschte ein rauer Umgangston. Über Gefühle und Empfindungen wurden nicht viel Worte gemacht. Das Wichtigste war die Arbeit. Wer nicht arbeitete, war ein Faulenzer. Wer krank war, ein Simulant. Zum sonntäglichen Ritual gehörte der Gang zur Heiligen Messe. Obligatorisch war das abendliche Rosenkranzgebet im Oktober und die tägliche Maiandacht. Kirchliche Traditionen und Feste spielen noch heute in unserem Dorf eine große Rolle. Allerdings konnte ich nie den Gegensatz zwischen dem, was in der Kirche gepredigt wurde, und wie die Menschen um mich herum lebten, vereinbaren. Was gab es da für Neid, üble Nachrede, Unehrlichkeit, Eifersucht, Streit und Trunkenheit? Nie wusste ich, wie ich bei den Leuten dran bin. Sternzufallsbild Stern. Meinen Sie das, was Sie sagen, oder meinen Sie das Gegenteil? Mit der Zeit wurde ich immer misstrauischer und unsicherer. Trotz der strengen Kindheit und Jugendzeit konnte ich sehr viel von meinen Eltern und Großeltern lernen. Ich musste ja schon sehr früh im Haushalt helfen, und nach übernahm ich auch immer mehr Arbeiten von meiner Großmutter, zum Beispiel Kochen, Putzen und Backen. Vom Charakter her war ich eher zurückhaltend. Durch die Lebenseinstellung meiner Umwelt manifestierte sich bei mir das Gefühl, dass wir Menschen vom Land weniger wert sind. Schließlich war ich davon überzeugt, dass Stadtmenschen und Studierte bessere Leute sind. Ganz besonders empfand ich dies, als ich eine weiterführende Schule in der Stadt besuchte. Zwar lachte mich niemand aus oder hänselte mich, doch hatte ich große Minderwertigkeitskomplexe. Ich sehnte mich nach Lob, Aufmerksamkeit und Anerkennung. Ich glaubte, dies alles durch harte Arbeit zu erreichen. Allen wollte ich es recht machen. Mein ganzes Bestreben war, irgendwie dazu zu gehören. Aber der gewünschte Erfolg blieb aus. Falsche Weichenstellung. Schon im Alter von 12 Jahren sollten die Weichen für viele Jahre meines Lebens gestellt werden. Und das geschah durch die Besuche einer Tante aus der Großstadt. Gewöhnlich saßen wir Kinder dabei schon wartend, frisch gebadet und in Sonntagskleidern in der Küche. Diese Tante machte auf uns jedes Mal den Eindruck, als ob sie von einem anderen Stern kam. Sie sprach anders, sie roch anders, sie war schmuckbehangen und zeigte uns unzählige Fotos von ihren Weltreisen. Bei einem solchen Besuch hörte ich die Tante zu meiner Mutter Folgendes sagen: Was machst du eigentlich mit dem Kind? Die ist ja viel zu dick. So kriegt sie doch nie einen Mann. Das traf mich wie ein Schlag ins Gesicht. Irgendwann wollte ich natürlich einmal heiraten. Das nächste war ein Blick in den Spiegel. War ich denn wirklich zu dick? Sollte ich mit meiner Mutter darüber sprechen? Nein, lieber nicht. Mein Entschluss stand fest, ich muss abnehmen. Für die Familie habe ich umso mehr gekocht und gebacken. Ich selbst aber aß so gut wie nichts. Sternzufallsbild Stern. Es war für mich ein Erfolgserlebnis und ein Hochgefühl, den anderen beim Essen zuzuschauen und selbst zu hungern. Es gab Tage, an denen ich nur ein Stück Brot gegessen habe. Je weniger ich aß, desto stolzer und zufriedener fühlte ich mich. Auf die Bitten meiner Eltern, etwas zu essen, reagierte ich meist aggressiv. Man kann sich nicht vorstellen,
dass ich mit 16 Jahren bei einer Größe von 1,75 Meter nur 47 Kilogramm wog. An meinem 16. Geburtstag überfiel mich eine große Einsamkeit. Ich hatte eine Schachtel Pralinen geschenkt bekommen und wollte eigentlich nur eine einzige davon essen. Ruckzuck verschlang ich den ganzen Inhalt der Schachtel. Und das war eine Katastrophe. Ich war total verzweifelt. Panik erfasste mich, jetzt dicker zu werden. Aber ungeschehen konnte ich das ja nun nicht mehr machen. Da kam ich auf eine Idee, ich könnte ja alles wieder abbrechen. Der Gedanke wurde zur Tat. Das war der Beginn einer verheerenden Essbrechsucht, die mein Leben für die nächsten 20 Jahre beherrschen sollte. Von diesem Tag an wurden mir Essen und das darauf folgende Erbrechen zum Halt und zur Lösung aller Probleme. Stern-Zufallsbild-Stern allerdings verlor ich den Bezug zu einem normalen Leben. Anstatt Gefühlen wie Freude, Angst, Schmerz, Schlaf und Hungerbedürfnis standzuhalten, verdrängte ich all dies. Der Ersatz dafür war maßloses Essen und Erbrechen. An manchen Tagen wiederholten sich diese Anfälle 3 bis 4 Mal hintereinander, oft bis zur völligen Erschöpfung. Auf der Suche nach dem Realschulabschluss begann ich eine 4-jährige Ausbildung als Erzieherin. Schon immer hatte ich von einem Leben in der Stadt und von der großen weiten Welt geträumt. Mein letztes Ausbildungsjahr wollte ich deshalb in der Stadt absolvieren. Jetzt würde ich auch zu den besseren Leuten gehören. Jetzt würde ich bestimmt das große Glück finden, alles würde schöner, lustiger und besser werden. Zuerst war ich sehr einsam und allein und hatte Heimweh. Mit der Zeit aber lernte ich immer mehr Menschen kennen. Sehr bald musste ich jedoch erfahren, dass es hinter einer schönen Fassade oft ganz anders aussieht. Im Grunde genommen war ich auf der Suche nach einem Lebenssinn und Lebensziel. Schon bald hatte die vermeintliche große Freiheit, Kinobesuche, Partys und Ausgehen mit Freunden keinen Reiz mehr für mich. Außerdem war das größte Problem mein verzweifelter Kampf gegen die Essbrechsucht, die ich gegenüber allen Mitmenschen geheim hielt. Stern-Zufallsbild-Stern inzwischen hatte ich klar erkannt, dass diese Sucht keine Lösung für meine Probleme war, sondern mich ruinieren würde. Nach außen hin war ich zwar fröhlich, engagiert und erfolgreich im Beruf. Oft erhielt ich Einladungen, stand im Mittelpunkt, hatte viele Freunde, fuhr in Urlaub. Glücklich und zufrieden war ich aber nicht. Stattdessen machte sich eine unsagbar große innere Leere bemerkbar. Jetzt konzentrierte ich mich hauptsächlich darauf, mein Essproblem in den Griff zu bekommen. Was versuchte ich nicht alles, die verschiedensten Diäten, Heilfasten, 7-Tage-Körnerkur, saure Sahne-Zwieback-Diät. Es folgte ein Vollwert-Kochkurs. Dann kaufte ich mir eine Getreidemühle und stellte meine ganze Ernährung auf Vollwertkost um. Wohin ich auch fuhr, ich schleppte meine Getreidemühle und meine Körner mit. Heimlich jedoch ging es mit meiner Sucht weiter. Nach Festen und Partys verschlang ich die übrig gebliebenen Reste oder nahm sie mit nach Hause. Während dieser Zeit trieb ich sehr viel Sport, besuchte 5-mal in der Woche ein Fitnessstudio, spielte Tennis und ging reiten. Trotz Kleidergröße 36 und 53 Kilogramm Gewicht war ich mit meiner Figur nie zufrieden. Nach vielen Kämpfen erkannte ich schließlich, dass ich fremde Hilfe brauchte und suchte einen Psychologen auf. Von nun an ging ich einmal pro Woche zur Psychotherapie. Stern-Zufallsbild-Stern. Dabei wurde mein ganzes Leben analysiert und nach den Ursachen meiner Erkrankung geforscht. Es wurde mir klar gemacht, dass es nicht leicht sein würde, mein bisheriges Verhalten zu ändern. Weil ich das von ganzem Herzen wollte, zog ich mich komplett aus dem gesellschaftlichen Leben zurück und beschäftigte mich nun nur noch mit mir selbst. Jetzt gönnte ich mir auch etwas. Ich ging zum Beispiel allein essen, kaufte mir schöne Kleider und pflegte mich. Ich gewöhnte mir auch an, alles was ich tat zu hinterfragen. Mittlerweile kam ich zu der Überzeugung, dass ich mich in meinem sozialen Beruf zu sehr aufopferte und entschloss mich zu einer Umschulung im kaufmännischen Bereich. Aber schon bald merkte ich, dass mich Büroarbeit auch nicht zufriedener machte.
Als mir eine leitende Position angeboten wurde, kehrte ich in meinen alten Beruf zurück. Leider erfüllten sich auch diesmal meine Erwartungen nach Anerkennung, Lebenserfüllung und innerer Zufriedenheit nicht. Außerdem kämpfte ich ja immer noch mit der Bulimie. Zusätzlich zu der bisherigen Psychotherapie ging ich noch zu anderen Ärzten, Heilpraktikern und Wahrsagern. Das wurde nun meine Freizeitbeschäftigung. Etwas Schönes und Frohmachendes kannte ich nicht mehr. Sternzufallsbild Stern. In dieser Zeit lernte ich auch die indische Lehre vom Leben, Ayurveda, kennen. Wieder hatte ich etwas gefunden, was Hilfe und Heilung versprach. Jetzt standen Ayurveda-Bücher, indische Kochkunst und transzendentale Meditation hoch im Kurs. Um mir die ayurvedische Lebensweise anzueignen, fuhr ich weit, um ein Mantra zu erhalten und andere Meditierende zu treffen. Das Meditieren funktionierte aber bei mir nicht. Und auch Ayurveda löste meine Probleme in keiner Weise. Wieder war ich um eine Enttäuschung reicher und um eine Menge Geld ärmer. Die Suche nach Hilfe ging weiter. Inzwischen waren in Deutschland heiße Diskussionen über das Amalgam und die dadurch möglichen Gesundheitsschäden im Gange. Darauf lenkte ich jetzt meine Aufmerksamkeit. Hatte ich doch viele Amalgamplomben in meinen Zähnen. Also ließ ich mir die Zähne sanieren. Diese Amalgamsanierung war dann eine sehr langwierige, teure und schmerzhafte Sache. Grundlegend veränderte sich mein körperlicher und seelischer Zustand auch dadurch nicht. Aber da stand schon der nächste Versuch in Aussicht. Einige Bekannte machten mir die Toskana mit ihrem italienischen Flair schmackhaft. Es lockten italienische Weine, italienisches Essen, italienische Musik. Also, auf in die Toskana. Vielleicht finde ich ja dort mein großes Glück und die Lösung meiner Probleme. Das temperamentvolle italienische Leben machte mir meine Einsamkeit und innere Zerrissenheit nur noch bewusster. Die vielgepriesene Toskana erwies sich als ein Reinfall. Zufallsbild Stern. Ein Jahr später wurde ich auf eine Privatinsel in die Karibik eingeladen. Wieder war ich erfüllt von neuen Hoffnungen und Wünschen. Würden sie in Erfüllung gehen? Weit gefehlt. Angewidert vom Lebensstil der sogenannten Reichen und Schönen ergriff ich nach 2 Wochen die Flucht. In der Klinik inzwischen war meine Gesundheit durch die langjährige Mangelernährung und die Essbrechsucht schon sehr angegriffen. Ich konnte keine richtigen Mahlzeiten mehr vertragen und ernährte mich fast ausschließlich von Reis, gekochtem Gemüse und Suppen. Im Gegensatz dazu standen die Essbrechanfälle, die immer intensiver wurden. Meist lief das so ab, dass ich an manchen Tagen von einer Bäckerei zur anderen, von einem Lebensmittelgeschäft zum anderen fuhr, um wahllos Brötchen, Kuchen, Eis, Süßigkeiten, Chips, Cola, und so weiter zu kaufen. Bereits im Auto fing ich an, alles in mich hineinzustopfen. Diese Einkaufstour wiederholte ich oft mehrmals am Tag. Nach solch einem Tag nahm ich mir fest vor, es nie wieder zu tun. Aber dieser Vorsatz hielt nur so lange an, bis ich mich nach einigen Tagen wieder erholt hatte. Dann ging alles wieder von vorne los. Schwachheit, Hilflosigkeit und Verzweiflung nahmen von mir mehr und mehr Besitz. Wer oder was könnte mir denn noch helfen? Wieder zeichnete sich eine andere Möglichkeit ab. Eine meiner Freundinnen, die meinen Zustand erkannte, empfahl mir einen Aufenthalt in einer psychosomatischen Klinik. Diese war auf Essstörungen spezialisiert. Nach vielen Formalitäten und Arztbesuchen erhielt ich dort einen Klinikplatz. Bis zum Aufnahmetag lag aber noch eine lange Wartezeit vor mir. Der Gedanke, aus all dem Elend herauszukommen, ließ mich diese schwierige Zeit durchstehen. Bevor ich den Klinikaufenthalt antrat, lebte ich meine Sucht noch einmal voll aus. Vom ersten Tag des Eintritts in die Klinik habe ich bezeichnenderweise dann nicht mehr gebrochen. Ich sah es als meine allerletzte Chance an, um von dieser entsetzlichen Gebundenheit loszukommen. Alles wollte ich tun, um wieder gesund zu werden und ein normales Leben zu führen. Sternzufallsbild Stern. Während meines Klinikaufenthaltes musste ich nun ein völlig neues Essverhalten entwickeln. In all den Jahren hatte ich ja jegliches Gefühl dafür verloren,
was, wie viel und wann man essen soll. Ich musste auch lernen, beim Essen sitzen zu bleiben und nach dem Essen nicht einfach wegzurennen. Ich musste lernen, mit anderen ein Essen vorzubereiten, gemeinsam einzukaufen, zu kochen, den Tisch schön zu decken und gemeinsam zu essen. Ich musste lernen, dass ich nicht sterbe, wenn ich zwei warme Mahlzeiten am Tag esse. Es war eine große Überwindung, in der Cafeteria der Klinik einen Kaffee zu trinken und ein Stück Kuchen zu essen. Neubeginn? Nach 4 Monaten wurde ich aus der Klinik als geheilt entlassen. Nun hieß es, auf mich allein gestellt, all das Gelernte im Alltag zu verwirklichen. Voller Pläne stand ich vor einem neuen Anfang, wie ich meinte. Alles würde jetzt anders werden. In der Klinik mussten wir 5 Mahlzeiten täglich zu uns nehmen. Diese Struktur wurde mir zum Halt und zur Sicherheit. Von jetzt an drehte sich alles darum, wie dieser Rhythmus eingehalten werden kann. Klappte das nicht, käme das einer Katastrophe gleich. Zu diesem Neubeginn gehörte auch das Kündigen meiner bisherigen Arbeitsstelle und der schönen Wohnung. Anstelle einer Führungsposition zog ich eine weniger verantwortungsvolle Tätigkeit vor und fand schließlich eine passende Arbeitsstelle in einer Großstadt. Um nicht wieder allein leben zu müssen, machte ich mich auf die Suche nach einer geeigneten Wohngemeinschaft. Nach langer Suche fand ich ein Zimmer in einem Haus, in dem 9 Männer und Frauen zusammenlebten. Die nächste Enttäuschung ließ nicht lange auf sich warten. Alkohol und Drogen spielten bei diesen Leuten eine dominierende Rolle, was auf mich abstoßend wirkte. Automatisch wurde ich dadurch zum Außenseiter. Daraus zog ich die Konsequenz und suchte nach kurzer Zeit eine neue Wohnung. Sternzufallsbild Stern zu all diesen Veränderungen stellten sich nun noch Depressionen und furchtbare Lebens- und Existenzängste ein. Alltägliche Entscheidungen weiteten sich zu einem fast unüberwindlichen Problem aus. Alles, was ich mir vornahm, stellte ich gleich wieder in Frage. Das ging zum Beispiel so weit, dass ich in einem Geschäft ständig Artikel und Preise verglich, um am Ende doch nichts zu kaufen. Der eigentliche Grund für dieses Verhalten war eine unbegründete Angst, zu viel Geld auszugeben. Die ganzen verworrenen Umstände hatten mir inzwischen sämtliche Kräfte geraubt. Ich war auch nicht mehr imstande, mir wieder eine neue Wohnung einzurichten. Nach 3 Monaten fand ich schließlich ein möbliertes Einzimmerappartement. Das war genau das Richtige für meine Situation. Von der Kaffeetasse bis zum Bett war alles vorhanden. Ich musste nur noch meine Kleider mitbringen. Ich atmete auf. Endlich wieder 4 eigene Wände. Nun hätte ich eigentlich zufrieden sein müssen. Hatte ich doch für meine Begriffe alles Menschenmögliche ausprobiert, mehrmaliger Berufs- und Wohnungswechsel, 10 Jahre Psychotherapie, psychosomatische Klinik, Ernährungsumstellung, dazu verschiedene Männerbeziehungen und eine gescheiterte Ehe. Diese ganze Palette hatte mir das erhoffte Glück, Heilung von meiner Sucht und einen inneren Frieden nicht geben können. Einen Lebenssinn hatte ich bisher nicht gefunden. Mein ganzes Leben war eine einzige Enttäuschung. Nach all diesen Erfahrungen kam mir immer wieder der Gedanke, ob es nicht besser wäre, diesem Dilemma durch Selbstmord ein Ende zu setzen. Es war nur noch die Frage, auf welche Weise ich das ausführen wollte. Bevor es dazu kam, bot sich mir ein letzter Strohhalm, den ich in meiner Verzweiflung ergriff. Meine Schwester, die meinen Werdegang mit seiner ganzen Problematik kannte und mir viel Verständnis entgegengebracht hatte, hielt sich zu dieser Zeit auf der Missionsstation Kwazi Tsabantu in Südafrika auf. Oft telefonierten wir miteinander, und eines Tages schlug sie mir vor, doch auch zu dieser Mission zu kommen. Sicher würde ich dort Hilfe für meine Probleme finden. Sie selbst hätte an diesem Ort erkannt, dass Gott für jeden Menschen einen bestimmten Plan hat und es ein Lebensziel gibt. Das machte mich nachdenklich. Bisher hatte ich Gott aus meinem Leben ausgeklammert. Sollte es doch noch eine Lebenschance für mich geben? Aber wie sollte ich einen Urlaub in Südafrika bewerkstelligen? Eines war mir klar, wenn ich die Reise unternehme, würde es ein längerer Aufenthalt werden. Zunächst aber plagten mich die üblichen Zweifel.
könnte ich meine so schwer erworbenen Sicherheiten, die Arbeitsstelle mit ihren sozialen Vorteilen, die neue Wohnung, schon wieder aufgeben? Wie würden auch meine Eltern und Bekannten reagieren? Schon hörte ich sie sagen, du bist ja verrückt. Was willst du denn in Afrika? Nach langem Ringen kam ich zu dem Resultat, dass ich eigentlich nichts mehr zu verlieren habe. Schlechter konnte es mir wirklich nicht gehen. Umbringen könnte ich mich dann immer noch, wenn ein Aufenthalt in Südafrika auch nicht das bringen würde, was ich mir erhoffte. Die Rettung, ein langes Telefongespräch mit meiner Schwester, brachte Klarheit, ich gehe nach Südafrika. Bei diesem Gedanken empfand ich plötzlich einen nie gekannten tiefen Frieden und große Freude. Alle Ängste und Zweifel waren wie weggewischt. Auch fiel es mir nicht schwer, alle notwendigen Dinge zu erledigen. Ich verkaufte sogar mein Auto. Dann besorgte ich mir ein Jahresticket für eine Reise nach Südafrika. Was würde mich dort erwarten? Auf der Missionsstation KwaZulu-Natal angekommen, dauerte es nicht lange, um festzustellen, dass dies ein besonderer Ort ist. Ein Ort, wo Menschen voller Liebe und Achtung miteinander umgehen. Ein Ort, wo Kinder noch nach biblischen Wertmaßstäben erzogen werden und Achtung vor Erwachsenen haben. Ein Ort, wo Gottes Wort klar und verständlich gepredigt und auch im Alltag danach gelebt wird. Diese Lebensweise erlebte ich tagtäglich während meines Aufenthaltes. Vom ersten Tag an erfuhr ich eine bis dahin in dieser Weise nie erfahrene Liebe und Gastfreundschaft. Sofort fühlte ich mich als Mensch vorbehaltlos angenommen. Das hat unter anderem dazu beigetragen, dass Jesus in meinem Leben wirken konnte. Er begann nun damit, mir meine Vergangenheit wie in einem Film vor Augen zu führen. Er zeigte mir, dass ein Leben ohne ihn ins Verderben führt, ein Leben mit ihm aber Frieden, Freude, Zufriedenheit und Erfüllung mit sich bringt. Er ließ mich erkennen, dass ich durch sein Erlösungswerk auf Golgatha Erlösung und einen Neuanfang erhalten kann. Dieses Angebot wollte ich annehmen. Durch hilfreiche seelsorgerliche Gespräche konnte ich mit Gottes Hilfe mein Leben in Ordnung bringen. Ich durfte Vergebung meiner Sünden und eine vollkommene Befreiung von meiner Gebundenheit erfahren. Von jetzt an war es mein Verlangen, Jesus als meinem Retter und Erlöser zu folgen. Mit diesem endgültigen Neuanfang gab es neben vielen anderen Veränderungen auch eine positive Wende in der Beziehung zu meinen Eltern und Geschwistern. Mein Herz ist voll Dank dem himmlischen Vater gegenüber, dem kein Ding unmöglich ist, dass er mir das Leben noch einmal neu gab, dass er mich aus dem Sumpf der Sucht befreite, dass er mir völlige Gesundheit schenkte, und der mir durch sein Wort und seine Verheißungen Halt und Sicherheit für mein Leben gibt. Als eine dem sicheren ewigen Tod geweihte stehe ich nun auf einem festen Fundament. Jesus Christus. Ihm allein die Ehre.